Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zurück am Stück bei Rhyme. Und kurz noch am Rande, wir streamen parallel. Also wenn irgendwelche Fragen, komische Sätze oder sonstige Sachen passieren, eventuell hier, dann sagen Sie dies bitte vorher oder wundern Sie sich nicht. Denn wir werden das Ganze auch auf YouTube veröffentlichen. Guten Abend, Bouncer86. So, wir wissen nicht, wie wir hergekommen sind. Eigentlich sollten wir wahrscheinlich da lang. Ah, nee, warte mal. Das sieht unlogisch aus. Ich will hier lang. Guck mal, das ist die Krabbe, die ganze essen. Nom, 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 nom. Was, die greift nicht an? Die ist nicht aggro? Oh, die verbuddeln sich. Süß. Ist ja geil. Irgendwie scheinen wir aber auf jeden Fall gestrandet zu sein. Die Frage ist aber... Hä? Jetzt läuft er? What the fuck? Okay. Jetzt läuft er schneller. Hat er wieder Energie gefasst? Oh nein, bitte nicht. Gibt es hier wieder eventuell mehrere Möglichkeiten, wie wir das Ganze erledigen können? Oh, das wäre jetzt aber die Hölle. Ach, da rollen wir. Hui. Ach, und hier können wir rennen. Sehr schön, ich würde sogar auf den kommenden jungen Mann. Leicht dürr, aber geht. Da oben haben wir was. Aber sehen wir noch nichts, schade. Wir könnten da lang, oder wir könnten einen anderen Weg nehmen. Ich habe da immer schon die Angewohnheit, weil eigentlich würde wahrscheinlich jeder da lang gehen, aber das wollen wir ja nicht. Wir sind da immer ein bisschen experimentierfreudiger, was das Ganze betrifft. Und deswegen laufen wir jetzt mal da lang. Und dann schauen wir mal, was wir da Feindes finden. Außer jede Menge Krabbenmann. Hier wird sich ein Krabbenrestaurant lohnen, also bedingt zumindest. Wir könnten eventuell jetzt da lang schwimmen oder mehr. Schwimmen hier lang. Kannst du tauchen? Was ist, wenn ich A drücke? Ach, dann schwimmt er hoch. Okay. Hast du eine Anzeige, wie lange du Luft erhalten kannst, oder ist es bei dir unendlich? Oder krepierst du irgendwann? Hm. Ah ja, okay, es wird dunkel. Okay, gut, dann ist es halt dunkel. Komm, schwimm ein bisschen schnell. Aber schnell schwimmen kann der feine Herr nicht. Ist okay. Aber er schwimmt immerhin schon mal. So, und erstmal raus. Sind wir jetzt eigentlich nass? Nee, okay, gut, schade. Das ist eigentlich das, was mich eigentlich immer sehr, sehr freut. So Kleinigkeiten immer. Lalala, fällt mal wieder hoch. Ja. Looten können wir hier so viel. Ich weiß nämlich nicht, dass das ja um eine Puzzlegeschichte handelt, meine Freunde. Wo ist das? Wow. Wir hatten hier gerade leichte Frame-Drops, aber das sollte uns jetzt nicht weiter hier aufhalten. Wir haben hier vermutlich ein schwerwiegendes Rätsel für uns. Was bist denn du? Ein Lurch! Geil! Oder eine Echse. Wildschwein-Baby! Ah! Wildknuddel! Was? Kurz mal von vornherein. Können wir individuell speichern? Nö. Das könnte eventuell jetzt unter Tod sein. Wildschwein-Mami! Hallo! Was, sie haut ab? Ach Mann. Ist aber gemein. So, jetzt haben wir hier. Ach Gott, oh Gott, jetzt könnte man wieder hier und da und dort und überall. Die Frage ist jetzt. Ja. Aha. Hä? Hier, friss. Bestimmt Hunger, ne? Das sind Füchse. Okay. Jetzt müssen wir nur eins mal ein andermal anfangen. Das verursacht ja wieder Boogie Verwirrung. Ah, weil süß. Füchse. Ah ja. Okay. Vielleicht. Da ist ein Lichtstrahl. Ich weiß, es sieht mega interessant aus, aber ich habe gerade andere Pläne. Nee, warte mal, war das. Nee, X war's. So rum, Boogie. So, das nimmst du jetzt mal mit. Da drüben sind. Warum folgst du mir? Quick. Folgst du mir wirklich? Komplett? Auch durchs Wasser? Krasser Shit. So, Wildschwein 2. Wo ist die Wildschwein-Mami? Die müsste ja theoretisch hier oben irgendwo sein. Die kann ja soweit nicht abgehauen sein. Wildschwein-Mami, hey, ich hab hier was. Happy für deine Babys und dich. Kinas, was los? Jo, 3 Stück. Was geht, Mann? Konferenz. Ah, da ist Wildschwein-Mami. Kommt mit. Komm mal her, Mami. Hallo, hab Futter.
Na komm mal. Ab. Ja. Willst du haben? Ja. Hä? Hallo, Junge? Ach, du bist blöd. Warte mal. Das hat so eine ganz funktioniert, da ist einer zurückgeblieben. Ich will jetzt kurz filtern, das ist meine Aufgabe. Ich vermute dahinter ein Archivment. Nicht wundern. Jo. Nochmal. Können wir jetzt auch so rein. Nein, ich. Ach, okay, vergiss es. Ich hab gedacht, ich bin noch rein damit, aber okay. Da oben müssen wir auf jeden Fall erstmal was gucken. Fang mal an, Rätsel zu lösen. Dann halt nicht. Ihr habt keine Lust. Ihr folgt mir nicht. Ihr habt einfach Freunde. Aber sieht schön aus auf jeden Fall. Grafikstil gefällt mir auf jeden Fall. Das ist toll. So. Mhm. Wenn mich mein Gedanke nicht gerade täuscht. Es scheint nicht so, als ob ich Fallschaden kriegen würde. Dann habe ich so eine Idee. Wenn das funktioniert, was ich denke, dann hätten wir eventuell schon mal ein Rätsel gelöst. Warum wir hier sind, was überhaupt unsere Aufgabe ist. Ja, jetzt, genau, pflück mal. Oder warte mal. Plan B wäre folgender. Kommt mal her, Kinders, genau. Alle brauchen noch eine zwei Babys, ich habe die fette Idee. So, ihr habt Hunger, ihr kommt jetzt alle mal schön mit. Put, 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 put. Klein Boogie und seine Wildschweinfamilie. Mega. Depp, 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 depp. Kommt, kommt. Putti, 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 putti. Hier gibt's jede. Hä? Ist ja ein bisschen blöd. Mitkommen. Ach so, ihr läuft da nicht durch. Guck mal, hier gibt's jede Menge Futter, Mann. Guck mal, hier. Hallo? Hallo? Ja, genau. Mitkommen. Er bockt euch nicht. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Ja. Also, futtert mal schön. Nummer 3 hat wieder keinen Bock zum Futtern. Ah, okay. Nehmen wir auch ins Befolgnis. Und zwar, ich habe so eine Vermutung gerade. Also, warte mal, X. Dass wir jetzt die Frucht nehmen. Ja, jetzt, Kinas, chillt euch. Nein, gibt später was. Geil, wie ihr durchwartet. Dass wir das Ding jetzt abwerfen müssen. Ich hoffe, hier läuft alles flüssig. 35 FPS? Benutzer definiert, ja. Erweitert. Sekunde, wenn wir hier gerade im Menü sind, aber Bild wiederholt. Ach du Vollarsch, Mann! 60 bitte, danke. Jetzt, und ich dachte mir schon die ganze Zeit, warum habe ich so welche Drops, Alter? Achso, nein, das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste, ach man. Ich habe nicht... Ich habe X gedrückt, mein Fehler, sorry. X sage ich schon, B gedrückt. Jetzt nimmst du mit X, dann laufen wir nochmal da hoch. Und schmeißen das Ding da oben ab. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich das denke. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber mal gucken. Nein, jetzt lass mich doch mal vorbei, Mann. Kleinen Freaks hier. So, mitkommen. Ich hoffe, das klappt. Ja, mega. Super. Ganz toller Scheiß, du. Ah, das hätte ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt. Okay, gut. Dann werden wir das wahrscheinlich auch später lösen können. Dann gehen wir mal zu diesem Lichtstrahl. Ich glaube, der ist näher. Schauen wir mal, was wir da machen können. Vielleicht ist unsere erste Aufgabe sogar. Mal schauen. Mami! Oder nee, du bist Papi. Ach nee, noch eine Wildschweinfamilie. Bruder, shit. Jo, was? Okay. Okay, warte mal. Idee. Okay, das ist leicht pissig. Kann ich verstehen. Wenn ich mich sehen würde, wäre ich auch sauber. Ein Verrückter wäre meine Kinder. Lass ihn weg. Du ihn weg. So. Jetzt nimmst du das mal. Dankeschön.
läufst du nochmal hoch. Legst ihm was zum Fressen hin und dann guck mal, ob wir an dem vorbeikommen. Weil das irgendwie, weiß nicht, irgendwie vielleicht aggro. Brüllt die ganze Zeit rum. Wir haben auf jeden Fall einen Tag-Nacht-Zyklus. Jetzt am einen laufen wir noch vor die Flinte. So, kurz vorbei mogeln. Lalala. So. Und nu? Y. Ha! Mhm. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo das hin ist, aber okay. Hallo Möwis, was geht? Und da haben wir auch noch ein paar Wildschweine. Ah, so süß am Essen. Knuffig. Ah. So flauschig. Ich glaube, wir müssen hier. Doch, doch, das hat wahrscheinlich irgendwas mit dieser Statue unten zu tun. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da irgendwie runterkommen, ohne zu uns schwere Verletzungen zuzuziehen. Ah ja. Okay. Gut, schlecht, mittelmäßig. Nein, 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 nein. Da drüben könnte es klappen. Da kommen wir auch noch wohin. Oh Gott. Oh, ich weiß schon, wie das endet. Oh, ja, 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 ja. Oh Gott, ja, oh Gott. Ich werde die ganze Insel auseinandernehmen. Ich weiß es jetzt schon. Falls euch wundert, das ist normal. Es ist sehr, sehr normal. Oh, meine Güte. Alt, Abgrund. Ich könnte. Wir könnten theoretisch. Machen wir das mal? Ich weiß nicht, ob es gespeichert hat, aber. Was ist passiert, wenn wir noch runterfallen? Hui! Nix. Ach, Mann. Jetzt wirst du sterben können. Ah, das eine leuchtet jetzt. Ah, ja. Okay, gut. Finde ich schon mal schön. Dann gehen wir jetzt mal darüber. Von da aus können wir da irgendwo hochklettern. Das könnte funktionieren. Ich weiß eigentlich auch nicht, wie unser kleiner Protagonist heißt, muss ich jetzt sagen. Er könnte Theoretischer Rhyme heißen. Oder Rime. Nach Sprachausführung. Der Sprache selbst. Jetzt kommt. Ach, nur weil das Gras ein bisschen höher ist, mein Junge. Jetzt aber. Keine Müdigkeit vortäuschen. Aber eine sehr schöne Umgebung und eine holy shit große Insel. Und da hinten hat es einen kleinen Frame Drop. Das ist ein bisschen zu viel gerade für die Engine. Scheint noch ein, zwei Probleme zu haben. Okay. Geronimo! Nein! Was hast du getan? War das Rennen? War das ernsthaft Rennen? Das war aber nicht dein Ernst. Wie rennt denn der? Der ist doch gerade gerannt vorhin. Oder ist er schon Rennen? Boah, Alter, gibt's ja Frame Drops gerade. Lego. Wow. Hat geklappt. Nein, hochklettern. Und hochklettern. Und hochklettern. Und springen. Und hochklettern. Ab, mach schon. So, braver Junge. So, dann können wir von hier aus. Ja, darüber. Ach du Schande. Oh, ich habe gedacht, das reicht, aber es hat gereicht. Hallo. Was haben wir dann? Piepmatz. Die Möwe, okay. Aha. Und ganz schlau war ich gerade daraus nicht. Ich könnte mir ja rein theoretisch vorstellen, dass wir da hoch müssten. Ich gehe mal ins Wasser rein. Kann man hier irgendwas machen? Nee, aber eine Dusche tut auch nicht schlecht. Nicht weh. Kannst du vielleicht da drauf hüpfen? Sehr schön. Kannst du dann vielleicht von da aus? Nein, das kriegt er nicht hin. Was müssen wir hier machen?
sind Krüge, da haben wir das, da haben wir hier sowas. Oh, schön da unten, guck mal. Quallen, cool. Hm. Ah, warte mal, da geht's ja auch noch wohin. Gibt's hier vielleicht... Ah, da wird man wieder darüber kommen. Okay, das heißt auf jeden Fall, wir müssen hier was erledigen. Oh Mann. Jetzt fängt's wieder an. Mein Gehirn, das tut schon weh. Warte mal. Da kann er nicht hochklettern. Okay, gut. Dann klettern wir jetzt. Ach so. Ja, jetzt habe ich kapiert. Oh Gott, müssen wir gleich tot. Ich sehe nichts. Kameraführung, danke. Okay, da geht's nicht weiter. Gut. Puh. Mein Ohm ist herzlich. Warum glüht die Möwe da oben? Wie kriegen wir die runter? Ich habe das dumme Gefühl. Ich sag's, wie es ist. Wir sind hier wieder viel zu früh. Ich glaube, wir sollten erstmal wieder die Strahle uns kümmern, ne? Könnten wir rein aus Überzeugung darunter springen? Hui! Nein. Okay. Gut. Ich spiele hier schon mal nett und speichert immer an ein paar gewissen Punkte. Das finde ich gut. Man muss immer definitiv äußerst knapp hüpfen. Warte mal, da geht's hoch. Und war ich da nicht? Ja, Jung, mein Jung, jetzt hoch mit dir. Hopp, hopp. Okay, das heißt, wir müssen erstmal Lichtstrahlen machen. Hm, gut, dann machen wir erstmal Lichtstrahlis. Heißt aber im Gegenzug, wir müssen nach unten. Das heißt, wir müssen da lang und dann wieder runterlaufen und dann sind wir wieder da. Das ist wieder toll gemacht von mir. Ja, weil dann sind wir wieder etwas zu viel. Mein Junge, spring doch runter. Kinder, du tust ja gerade so, als würde es weh tun. Nee. Ich will nicht erstmal das mit dem Wasser erledigen da unten. Ich kann mir so rumplätschern. Ich hoffe, da gibt es keine Haie. Hui. Aber wo gibt es diese... Ah, nee, sind gerade mich da schon so 40 Stücke. Das ist der Strahl war da drüben. Ich bin mir sicher, wir müssen erst mit Fuchsis machen, dann kommen das irgendwas mit Möwen oder so, und dann kommen vielleicht Krabben, Hyänen, keine Ahnung. Sehen wir dann. Hallo. Na, wie geht's Ihnen heute? Ich weiß gar nicht, was noch jemand ist. Ja, ne, da hätte ich aber echt geguckt. Ah ja. B. Ja, kapiert. Dachte ich mir halber schon, dass ich hier schwimmen muss. Blablabla. Sehr geehrte Dame, / Herr, könnten Sie mal noch mal kurz behilflich sein? Ich komme da, ich komme nicht gerade lang, du. Nee. Okay. Ins Wasser gesprungen. Läuft bei dir. Sieht so schön aus. Wie unser Ruf eigentlich wieder alles ändert. Das heißt aber, wenn wir überall hintauchen können, Stellen gibt es zum Tauchen und... Oh Gott,